Während der Regierungszeit von Kaiser Yongcheng aus der Mandschu-Dynastie wurden Spezialisten im Gebrauch einer tödlichen Waffe ausgebildet. Es war die fliegende Guillotine. Viele treu ergebene Anhänger der vertriebenen Ming-Dynastie wurden von den neuen Machthabern umgebracht. Nur wenigen ihrer Führer gelang es, unterzutauchen. Die Mandschu-Regierung beauftragte einen erfahrenen alten Krieger, der meisterhaft mit dieser Waffe umgehen konnte, die Anführer des Widerstandes zu vernichten. Es war der blinde Fung Cheng. Er verkleidete sich als Lama und verbarg sich in einem Haus in den Bergen. Seine beiden Schüler Yan Lun und Yan Fu begleiteten ihn in die Einsamkeit. Eines Tages erhielt er durch eine Brieftaube eine Botschaft von seinen Schülern. Sie lautete: Wenn du diese Nachricht erhältst, sind wir nicht mehr am Leben. Unseren Mörder wirst du leicht finden. Er wird der einarmige Boxer genannt. Yan Lun und Yan Fu.
Ihr habt euch für unseren Herrscher geopfert. Ich werde euch rächen und diesen Einarmigen töten. Die Grundbewegung. Ich grüße dich, Bruder Valio. Kommt her. Heute bringe ich euch bei, wie man auf die geschickteste Weise springt. Schaut sie, fang an.
Das ist nur der Beginn. Damit ihr richtig atmen lernt und ein ausgeglichenes Gefühl für euer Gewicht bekommt. Spring runter mit Salto rückwärts. Schüttet die Steine aus. Tief durchatmen, Schauze. Fang an. Jawohl. Das ist nur deshalb passiert, weil er seinen Atem nicht konzentriert hat. Ihr seht also, dass ihr das Kung-Fu noch nicht habt. Auf dem Korb gehen könnt, habt ihr die zweite Stufe erreicht. Ich werde euch jetzt vormachen, wie es aussieht, wenn ihr die dritte Stufe erreicht habt. Sie besteht darin, an die Decke zu springen. Folgt mir bitte. Das war's, was ich euch zeigen wollte. Mit viel Geduld und noch mehr Ausdauer könnt ihr das alles auch erreichen. Und jetzt übt weiter. Ja, Meister. Was dich so aufregt. Meister, die Schule der Adlerklaue veranstaltet ein Turnier, zu dem jedermann eingeladen ist. Wir also auch. Auf in den Kampf! Auf in den Kampf! Meister, kommst du mit? Meister, erlaub uns zu gehen. Wir werden uns deiner würdig erweisen. Meister, ich bin überzeugt, wenn wir mitmachen bei diesem Kampf, da gäbe es viel zu lernen. Die besten Kämpfer werden da antreten. Ja, wir könnten dabei viel profitieren. Aber es ist klar, wir dürfen auf keinen Fall die Aufmerksamkeit der Regierung auf uns lenken. Doch ich bin überzeugt, dass ich mich auf euch verlassen kann. Gut, die nächste Übung.
Seid ihr der Mann, der das Turnier leitet? Ihr habt recht. Hier ist die Schule Adlerklaue. Ich heiße Wu Chang und veranstalte das Turnier. Aha. Wenn ihr der Veranstalter seid, dann möchte ich euch fragen, warum kann ich nicht daran teilnehmen? Dann erfahrt erst einmal die Regeln. Jeder kann mitmachen, woher er auch immer kommen mag. Aber weil ihr ein Fremder und uns unbekannt seid, solltet ihr uns zeigen, ob ihr es auch versteht, zu kämpfen. Ich bin von weit. Soi. Soi. 怎么样？武术比赛拳脚无情，与会之人都要立下生死状。你是外国人，要是有什么三长两短，我可担待不起呀！我不远千里而来，就是为了比武。立生死状有什么了不起？ Gut. Wenn ihr Kung Fu gelernt habt, könnt ihr es ja beweisen. Ihr seid in der besten Schule des Landes. Hautkung. Ich will auch Kung-Fu-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 K
哎，伙计，快点，大爷肚子饿了，弄点东西送上去啊！好好好，你先上楼，好，好，好，马上给您送去了。快点啊！好，回来了。 Hier, das ist für Tisch 2. Bitte nur einzutreten. Es ist noch viel Platz. Bitte sehr. Einen Augenblick bitte. Ich komme gleich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben auf einen Streich. Hey, Kellner, bring mir was zu essen und Wein. Ist schon da. Bei meinem Hunger werdet ihr gleich noch mal kommen müssen. Ich hoffe, die Herren sind zufrieden. Ja. Oh. Nein, das mag ich aber nicht, ohne zu bezahlen, klammheimlich zu verschwinden. Ach so, das mögt ihr nicht, hä? Ihr wisst wohl nicht, wer ich eigentlich bin. Na, wer denn? Mehr Respekt. Hoppla. Ihr wisst wirklich nicht, wer ich bin? Ich werde es euch sagen. Hört mal alle her! Ich bin der berühmte einarmige Boxer. Ich habe 7 auf einen Streich umgelegt. Hier ist der Beweis. Falls ihr lesen könnt, so lest das hier. Und heute habe ich schon wieder 7 auf einen Streich erledigt. Kann man die 7 Leute mal sehen, die du umgelegt hast? Das heißt hier Leute, ich rede doch von 7 Fliegen. Sie haben ihn umgelegt. Holt doch die Polizei. Ist das etwa nicht der einarmige Boxer? Aber nein, das ist ein harmloser Irrer. Ein Verrückter. Ein... Was soll mich das kümmern? Ich werde all diese verdammten Einarmigen umbringen. Dad,你找我有什么事吗？坐。这次比赛除了许多武林高手之外，还有几个陌生人参加，我看他们都来路不明。 擂台之上，拳脚无情，一不小心就有性命之忧。我真担心你抽签会抽到那几位武林高手。有什么好担心的？小弟，比如前几天那个叫乃猛的人，要不是给爹拦下，他那一飞腿就够你受的。要是你抽签抽到他的话，千万不可好胜心切，不敌认输也罢。爹。 王，你也是鹰爪武馆之主，怎么老是长他人志气，灭自己威风？小爹，爹在武术界混了这么多年了，讲的话都是金玉良言，你千万不可当做耳边风。好了好了，爹，我听你的话就是了。哎，听说独臂拳王于天龙也要来参加比赛，是不是？嗯，请帖是送去了。 Wir haben doch überall hin Einladungen verschickt. Aber bis jetzt ist noch keine einzige Antwort gekommen.
Auch nicht vom einarmigen Boxer. Aber den will ich unbedingt hier sehen. Selbst wenn er nicht mitkämpft, soll er doch wenigstens dabei sein. Er ist mein Konkurrent. Und er muss wissen, wie in meiner Schule gekämpft wird. Erhabener Herr, alle Vorbereitungen sind getroffen. Gut, dann befehle ich, dass das Turnier morgen trotzdem stattfindet. Das Turnier beginnt! Macht euch bereit! Kampf 1! Es stehen sich gegenüber der Meister von Hao. Es erscheint jetzt Shang Xiahü. Und von da drüben Si Mai Quen. Komm heraus! Gebt das Zeichen! Gewonnen. Schafft den Verlierer weg. Von der linken Seite erscheint Wang Qiang, genannt das schnelle Schwert. Und von rechts begrüßen wir, weit hergekommen aus Japan, Yami Yakuma. Gut gesprungen. Gebt das Zeichen! Trick. Behauptet, ohne Messer zu kämpfen, und hat doch eins. Yami Yakuma ist der Gewinner.
Schafft den Verlierer hinaus! Auf der linken Seite erscheint Shi-Sung, der Mann mit dem Zopf. Und der Mongole Pi-Cheng kommt von rechts. Aber leider hat er nichts davon. Schafft die beiden raus! Von der linken Seite erscheint nun Li Sen, genannt der Teufelskerl. Und von rechts Niu Zu, die Eisenhaut. Den Trommelwirbel. Was hat er denn gemacht? Seinen Körper konnte er schützen, doch seine Augen sind immer noch verwundbar geblieben. Jetzt ist er blind. Der Gewinner ist Li Sen. Aus der Schule Adlerklaue nun Shao Ti. Sie kommt von links. Von rechts
erscheint Mava Kung, genannt der Affenboxer. Gebt das Zeichen! Von der linken Seite kommt nun aus Java Sol Leon. Ich brauche die Schwerter. Bitte. Deckt die Schwerter. Von rechts kommt Shao Wu, genannt das fliegende Seil. Gewonnen hat Shao Wu! Helft ihm hinaus! Das wirbelnde Messer Lei Kung! Von der rechten Seite der Yogi-Trola Seng. Ah!
eine Nachricht von meinem Meister. Es ist mir eine große Ehre, den einarmigen Boxer bei meinem Turnier zu wissen. Ich lade euch herzlich ein, mitzukämpfen. Sag, willst du da mitmachen? Aber nein, das können wir uns im Augenblick nicht leisten. Ich werde jetzt verschwinden und komme erst zurück, wenn es zu Ende ist. Richtig. Von der linken Seite erscheint nun Lee Kun Man, genannt der Tiger. Und von rechts kommt Nai Men aus Thailand. Gebt das Trommelzeichen! Gewonnen hat
Von der linken Seite erscheint nun der einarmige Sien Tsing, der Mann mit der Schlangenfaust. Von rechts kommt der tapfere Tung Eng, der Räuber. Das Trommelzeichen. Seid ihr die fliegende Guillotine, die uns die Regierung geschickt hat? Ja, ich bin Fung Sheng, genannt die fliegende Guillotine. Endlich sehe ich euch von Angesicht zu Angesicht. Den Mann, der ohne Erbarmen mordet, der Furcht und Schrecken verbreitet. Hat euch wirklich der Kaiser damit beauftragt? Ach, der einarmige Boxer hat es gewagt, meine beiden Schüler zu töten. Ich werde ohne Erbarmen Rache für sie nehmen. Ihr habt es gewagt, die Turnierregeln zu durchbrechen und ohne Kampf einen Menschen zu töten. Ich werde euch lehren, dass man so etwas in der Adlerklauenschule nicht ungestraft tut. Halt! Ich muss den einarmigen Mann finden. Geh mir aus dem Weg. Verschwinde. Glaub mir, jeden, der sich mir dabei entgegenstellt, werde ich vernichten.集合训话。 Ich muss befürchten, dass unsere Schule von der Regierung entdeckt worden ist. Deshalb müssen wir verschwinden. Was? Schule? Das kann doch nicht wahr sein. Meister, wer hat uns das eingebrockt? Ihr habt doch gesehen, wie der wahnsinnige Alte den einarmigen Mann getötet hat. Ja, das haben wir gesehen. Dieser blinde Mann mordet im Auftrage der Regierung. Die Waffe, die er dazu benutzt, ist die furchtbare fliegende Guillotine. Was? Das ist schrecklich. Hört mir zu. Bis jetzt
gibt es noch kein Mittel, die fliegende Guillotine zu bekämpfen. Ihr habt gesehen, wie er einen erfahrenen Kung-Fu-Kämpfer gegen alle Turnierregeln damit vernichtet hat. Meister, es muss einen Weg geben, diese Bestie zu vernichten. Ja, Meister, wenn ihr nachher redet, dann ist cool. Ich werde euch erzählen, wie alles geschah. Der blinde alte Mann hatte zwei Schüler. Es waren seine Neffen. Sie waren im ganzen Land durch ihre ruchlosen Taten bekannt. Vor ein paar Monaten begegnete ich ihnen im Gebirge und sie griffen mich an. Gleich nach dem Tod seiner beiden Schüler begann er mich zu verfolgen. Der blinde alte Mann ist unerbittlich in seiner Rachgier. Ich weiß nicht, ob er erkannt hat, dass er beim Turnier den Falschen getötet hat. Und ob er weiß, dass ich also noch lebe. Versteht ihr jetzt? Bruder, wofür haben wir den Kung-Fu gelernt? Sollen wir uns vielleicht für den Rest unseres Lebens verstecken, bloß weil du der einarmige Boxer bist? Wer sagt denn, wir verstecken uns? Ein Mann, der immer nur flüchtet, ist schwachsinnig oder hat keinen Charakter. Wir kämpfen mit Kung Fu, aber wir müssen auch unseren Verstand gebrauchen. Von dir habe ich schon eine Menge gehört. Und du hast mich beim Turnier gesehen. Ich wollte dich mal kennenlernen. Du kommst zu spät. Die Schule ist inzwischen geschlossen. Was soll denn das? Wollt ihr etwa fliehen? Die fliegende Guillotine wird dafür sorgen, dass ihr nicht entkommt. Was? Da hat nämlich jemand den blinden Mann hergebracht. Und er wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und dieses Schwein bist du gewesen! Verschwindet sofort. Ich werde nachkommen. Der Mann, der da spricht, ist der, den ihr sucht.
Er wird mir nicht entkommen. Wer seid ihr? Ich bin der Mann, der ohne Messer kämpft, Yami Yakuma. Eine Tempelruine. Ich habe dich hierher gebracht. Ihr habt mich gerettet? Wo ist mein Vater? Tot. Man soll die Toten in Frieden ruhen lassen. Wir kümmern uns jetzt nur darum, dass du wieder gesund wirst. Aber das kann doch nicht wahr sein. Mein Vater war ein so guter Mensch. Wenn ich nur wüsste, wo ich diesen verfluchten, blinden Alten finden könnte. Bitte denk nicht an Rache. Dazu bist du zu schwach. Ich werde dich mit mir nach Japan nehmen. Ich mit dir? Das werde ich niemals tun. Ich habe dich kämpfen sehen. Ich werde dir mein Kung-Fu beibringen. Du wirst die erste Frau sein, die ich für den Kampf ausbilden werde. 笑话，世上哪有这种一厢情愿的事？办不到，办得到，办不到，那是以后的事情。 Später kannst du dich entscheiden, wohin du gehen willst. Ruh dich aus. Ich besorge uns was zu essen. Altar führt eine Geheimtür in eine Höhle. Geht da hinein und bleibt dort. Ich komme auch dorthin, wenn ich meine Schüler in Sicherheit gebracht habe. In Ordnung. Bewahrt in Ehrfurcht die Regeln des heiligen Quan. Unser Gegner kann jeden Augenblick erscheinen. Ich bleibe hier, bis ihr alle in Sicherheit seid. Wenn sich irgendetwas ereignet, gebe ich euch eine Nachricht. Verschwindet durch den hinteren Ausgang. Ja, Meister. Als du gekommen bist, um mit mir zu kämpfen, kommst du zur falschen Zeit. Der einarmige Boxer scheint mir ein ängstliches Huhn zu sein. Hast du vielleicht die Hosen schon voll, wenn du mich siehst? Habt ihr nicht ein altes chinesisches Sprichwort? Lass dich lieber umbringen als beleidigen. Denn beleidigt werden ist schlimmer als zu sterben. Ist das Bild vom heiligen Quan zu vernichten? Thank you.
Rieche Blut. Es ist der Inder. Umgebracht. Er entkommt mir nicht. In irgendeinem Winkel dieser Stadt werde ich ihn aufspüren. Fräulein Fu, mein Bruder ist zurück. Bist du ernsthaft verletzt? Ach, nichts Ernstes. Nur ein paar Kratzer. Aber dieser verdammte Inder hat mich aufgehalten. Ich habe ihn erledigt. Schau die. Was macht eure Verwundung? Es geht schon. Nur eine kleine Fleischwunde. Sehr gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier bleibt. Sie Jung, sind meine Schüler in Sicherheit? Gewiss. Alles in Ordnung. Sie halten sich für deine Befehle bereit. Mhm. Gut. Es ist besser, wenn wir drinnen weiterreden. Was hast du überlegt? Ich habe gesehen, dass der Bambus so hart ist, dass sogar eine stählerne Axt Schatten an ihm bekommen hat. Und was bedeutet das für uns? Im Innern der fliegenden Guillotine ist ein Ring von Messern, die dünner sind als eine Axt. Das wäre der Weg, um das Ding zu vernichten. Tatsächlich? Ja. Lass uns meine Schüler zusammenholen und den Plan mit ihnen entwerfen. Ja. Shang, habt ihr meinen Auftrag schon ausgeführt? Alles fertig. Danke vielmals.
guten Tag. Sie brauchen einen Sarg? Soll es ein kleiner oder ein großer sein? Ich brauche keinen Sarg. Ich möchte Ihre Werkstatt mieten. Eine Werkstatt mieten? Ich habe einen Weg gefunden, um diese Waffe zu vernichten. Ich bin aber nicht sicher, ob es auch wirklich klappt. Denn diese fliegende Guillotine ist das Schrecklichste, was es gibt. Bis jetzt hat es noch niemand fertiggebracht, ihre tödliche Kraft zu bändigen. Und nun gehen wir folgendermaßen vor. Zunächst einmal müssen wir Naimen aus dem Wege räumen, bevor wir an die fliegende Guillotine herankommen. Deshalb habe ich euch alle hierher bestellt. Xie Yong, du lockst ihn morgen früh hierher. Jawohl. Er kommt! Also los! Zum Gasthof und hole den blinden Mann her. Bring ihn zu diesem Keller. Hier, das ist für dich. Danke, Herr. Hast du dicke Fußsohlen? Oh, my God.
Aber Wang Yu, ist dir nichts geschehen? Mir geht's ganz gut, aber meine Füße, die brennen wie Feuer. Los, trag ihn raus. Jawohl, Meister. Er war ein tapferer Gegner. Ihr wartet auf mich hinterm Berg. Beeilt euch. Los! Jawohl, Meister! Bitte, Wang Yu, schick mich nicht weg. Erlaub mir, dass ich bei dir bleibe. Warum denn? Lass mich dabei sein, wenn du den Tod meines Vaters rächst. Bitte nicht. Ich würde abgelenkt sein und du willst doch nicht, dass wir beide zusammen sterben. Was meinst du, wenn wir unseren kleinen Streit jetzt austragen würden? Ich warte schon lange auf dich. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass du genau zur richtigen Zeit kommst. Ich habe Dida gerettet. Wenn sie mitkommt, verschwinde ich. Aber wenn nicht, bringe ich dich um. Und zwar noch, ehe der Blinde auftaucht. Ja, du hast mich gerettet und ich verdanke dir mein Leben. Trotzdem, ich denke nicht daran, mit dir zu kommen. Sei still. Jedes Wort ist vergeudete Mühe. Geh zurück. Ins Haus. Jetzt ist der Bambus dran. Ja, Bambus. Na, hast du mich endlich gefunden? Thank you.
Gast! Ah!